Ja, und dann bräuchten wir praktisch hier und hier. Und 1, 2, 3, 1, 2 und hier und hier. 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch hier und hier und da ist schon. So, ja, damit wäre das geklärt. Als nächstes. Ach, um die Uniform würde ich sagen, kümmern wir uns ein kleines bisschen später. Da liegt noch eine in der Wand. Gut, aber es sind nicht so viele, wie ich befürchtet hatte. Doch, hier sind es eher relativ viele, die irgendwo in der Wand liegen. Darum kümmern wir uns das nächste Mal. So, und dann geht's los. Eine Dusche. Und noch eine. 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 Und hier noch eine. Dann die Drains. Das ist fast mit das teuerste an dieser ganzen Zellengeschichte. Obwohl, hier braucht man halt für jede Zelle nur eine Drain. Wenn man eine Einzelzelle mit einer Dusche ausstatten möchte, dann braucht man schon alleine für eine einzige, für ein einziges Bett für einen Gefangenen vier Drains. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders, sage ich mal. So, sehr schön. Als nächstes die berühmten Wände. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Dann haben wir ein Männchen auch wieder ordentlich was zu ackern. Ah. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. So, da muss jetzt noch sowas hin. Und hier haben wir auch einen vergessen. Und haben wir hier auch... Nee, da haben wir, nicht, da haben wir keinen vergessen. Gut. Nur dieses eine Ding haben wir vergessen. Wo war ich stehen geblieben? Mist. Jetzt habt ihr mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ach so, wir wollten Mauern bauen. Natürlich. So, dann das hier noch. Und dann das hier noch. Ach, das ist immer so Kleinarbeit. So, wie viel Geld haben wir noch? Ach, es müsste sogar reichen, um alle Zellen irgendwie fertigstellen zu können. Ja, und allein für die Wände haben wir jetzt 400 schon wieder ausgegeben. Das kann auch nicht wahr sein. Hm. Eine Säge vielleicht noch zusätzlich. Hält das mein Generator eigentlich aus? Oh, der arbeitet schon hart an der Kapazität. An der Kapazitätsgrenze. Dann würde ich mal sagen, anstatt hier die Zellen alle super auszustatten, werde ich mir erstmal einen neuen Kondensator noch ranklatschen. Das kann immer nicht schlecht sein. Ich hoffe, die Leute kommen da ran. Ja, das müsste möglich sein. So, und weiter geht's. Wir können die Zellen leider erst deklarieren, wenn praktisch hier alles klar ist. Aber wir können auf jeden Fall, also wenn praktisch die Wände stehen, dann können wir die Zellen erst deklarieren. So, und inzwischen kann ich aber schon mal die Betten einfügen. So, 1, 2 ist jetzt nicht hundertprozentig korrekt ausgerichtet, die Betten. Jedenfalls nicht alle. Die zeigen nicht alle mit demselben Ende in die richtige Richtung. So wie es logischerweise bei den ganzen Intelligenztests und sowas immer sein muss. So. Oh, scheiße. Na gut, haben wir erstmal Betten für tausende Leute. Ah. Und Toiletten gehen uns im Moment ein kleines bisschen ab. Aber hier kann noch eine hin. So, dann haben wir schon mal... Ja, dann haben wir schon mal eine fertig. So. Und diese Zelle ist ja... Dieser Zellenblock ist ja sowieso bald fertig. So. Dann als nächstes werde ich natürlich auch noch schnell doch noch mal diese Wand hier kaputt hauen. So. Und hier vielleicht noch mal. Damit auch jede Uniform ihren Weg in die Wäscherei findet. Und hier noch mal... Die haut schon nicht ab, die haut schon nicht ab. Los, Männchen, tut euer Bestes. Ach, jetzt kann ich eigentlich auch wieder auf Fast Forward stellen. Bloß aufpassen, dass da keiner von den Bösen reinkommt, von den Gefangenen, irgendwann mal. Aber jetzt in der Nacht ist das sowieso relativ unwahrscheinlich, denn eigentlich liegen die alle in ihren Zellen und schlummern friedlich. So, und die Prisoner-Uniform wird vielleicht dann noch aufgesammelt von irgendjemandem. Ich weiß gar nicht, was hier mit diesem Ding ist.
Das wäre doch mal schön, wenn die auch aufgesammelt würde. Ach, ich weiß nicht, was da jetzt ist. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Ach so, hier können wir ran wahrscheinlich. So. Na gut, okay. Ist mir jetzt auch egal. 2 Uhr nachts und wir sind schon wieder völlig im Minus. Und ich hoffe, wir haben noch ein paar Eisenplatten gekriegt. Ansonsten sieht es nämlich ganz schön traurig aus für uns. Ei, das war jetzt vielleicht ein kleiner Fehler. Dann machen wir mal einen Tag, ohne großartig Iron Plates zu verkaufen. Ach, das ist nicht so schön. Aber vielleicht kriegen wir noch ein paar Gnadendinger hinterhergeworfen. Habe ich wieder all mein Geld sinnlos ausgegeben. Ja, ja, so ist der Akinator. Aber dafür brauchen wir dann bloß noch ein paar Betten hinstellen, ein paar Toiletten einbauen. Und dann ist unser massiver Zellenblock praktisch fertig. Der aber gleichzeitig noch ein bisschen Komfort und Annehmlichkeiten hat. Natürlich, die Abstände von einem zwischendrin braucht man, weil sonst natürlich die Zellen hier aneinander stoßen. Und das alles sonst nicht mehr hinhauen würde. So, und wo wir gerade dabei sind, werde ich jetzt auch gleich nochmal die Zellen wunderbar ausweichen. Na, dann hier und dann hier und dann hier. So, das geht schon mal. Das dauert jetzt bloß ewig, bis die hier auch mal angefangen haben, die ganzen Wände hochzuziehen. Da können die sich wirklich die ganze Zeit, die ganze Nacht lang Zeit lassen. Völlig überfordert, die kleinen Männchen. Ach, und was ist denn das mit ihm hier? Move Garbage to Garbage. Ja, Müll zu Müll. Los. Eil ihm einer zur Hilfe. So, und vielleicht holt irgendjemand anderes den Müll dann später nochmal ab. Move Garbage to Garbage. Das können anscheinend nur die Arbeiter machen inzwischen. Weil ich ja den normalen Leuten verboten habe, da hinzukommen. Oh, und draußen krähen die Krähen. Die Kranen sozusagen. Und fliegen vorbei und machen mich ganz verrückt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und noch mehr Zellen. Hier eine und da eine und da eine und da eine. Und die Klos machen dann, wie gesagt, da auf diese Platten rauf, wie wir es hier schon erlebt haben. Es funktioniert. Man sieht die Klos auch nicht mehr. Also alles nur halb so unhygienisch. So, im normalen Leben wäre das natürlich wahrscheinlich nicht akzeptabel, wenn da jeder seine kleine Nische hätte und dann in der Mitte gleich die fette Dusche. So, bin ich ja mal gespannt. Ach, und da hat jetzt gar keiner die Dusche benutzt? Noobs! Ihr seid Noobs! Ach so, ich habe es noch gar nicht als Dusche deklariert. Das wäre natürlich auch mal sehr sinnvoll, Yakinator. Das Tolle ist, wir können dann überall schon praktisch, wo die Drains und die Duschen sind, können wir die Duschen schon aktivieren. Ich beschwere mich hier die ganze Zeit. So, Schauer, Schauer, so, alles in Ordnung, hey, meine Duschen werden ordentlich anerkannt. Mal sehen. Geht das? Ach so, und der steht jetzt ist jetzt natürlich in der Dusche gefangen, das ist natürlich auch toll, um die Leute unter Kontrolle zu halten. Haha, perfekt. Während der Duschzeit stehen die dann praktisch auf diesem einen Kästchen rum und warten sich den Arsch ab und wundern sich, dass es keine anderen Duschen mehr gibt. So, genießt euer Leben, euer Tolles. So, und immer wenn ich es nicht erwarte, und jetzt habe ich es gerade nicht erwartet, deswegen gucke ich jetzt mal rüber, versuchen hier ein paar Gefangene abzuhauen. Ich hoffe heute nicht, nachdem wir unsere Verbesserungen hier eingeführt haben, nachdem hier alles optimiert wurde. Wie gesagt, ein paar Metalldetektoren und so. Aber ich rede ja immer davon und dann mache ich es auch nicht. So, und wie gesagt, wenn wir dann mit diesen 5 Dingern hier oben fertig sind, danach kommt dann das große Workshop-Ausbauen dran. Im Moment, wie gesagt, sieht es so aus, als ob gar nichts angeliefert wurde richtig für den Workshop. Ach, das ist natürlich doof. Das ist echt dumm. Dass wir jetzt wieder alles Geld ausgeben. Aber das ist immer so dieser Drang. Man hat dann so wenig Geld und dann muss man das auch gleich wieder ausgeben für irgendwas. Ach, und jetzt haben wir gar nicht an die Bänke gedacht. Meine Güte, da muss ich jetzt nochmal unkontrolliert aufschreien. Dann müssen die sich halt ein bisschen abwechseln beim Essen. Sie haben ja auch die Zeit. 59% sind, ja, das ist super. Fast alle haben was zu essen.
Besser kann es gar nicht laufen. Und das am frühen Morgen. Und das, wenn 2 Stunden Zeit sind. Schaut euch das an, wie sie rumwuseln. Das kommt hier alles sehr gut an. Ah, der Billardtisch steht irgendwie noch ein kleines bisschen im Weg rum. Inzwischen, der war ja vorher relativ zum Raum ganz woanders. Also der stand nicht mittendrin, sondern eher am Rand. Aber da wir den Raum ja umgestaltet haben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ach, und die Bücherregale, die werde ich natürlich auch gleich mal wieder reinstallieren. Ein bisschen Abwechslung muss ja sein. Bücherregale oder Fernseher, da könnt ihr noch überlegen, da werde ich noch überlegen. Was machen wir da? Ich bin ja nicht so ein großer Fernseherfreund. Fernsehfreund. Was ist denn hier passiert? Das alles Schauer auf einmal. Da habe ich wahrscheinlich daneben geklickt. So. Also. Zelle. 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 So wird ein Schuh draus. So, und jetzt, das da drin ist nämlich Schauer. Nicht alles draußen. So, jetzt. Und hier wird Schauer draus. Da steht sogar drinnen, ne? Schauer. Und jetzt hier die Zelle. So macht mir das Spaß. Hätte gar nicht gedacht, dass Prison Architect so einen Tiefgang entfaltet bei der, sag ich mal, bei der Simulation oder bei der Konstruktion auch oder Planung von solchen Sachen. Das ist ja richtig interessant. Und da wundert man sich, warum man dann stundenlang mit diesem Spiel verbringt und immer alles austüftelt. Naja, natürlich auch deswegen, weil die kleinen Animationen alle so gelungen sind und der Grafikstil, den finde ich auch sehr gelungen. Der ist sehr klar, aber trotzdem irgendwie auch einzigartig. Hat mir, so wie FTL seinen einzigartigen Grafikstil hatte. Ja, das Spiel hat mir leider schon ein bisschen tot gespielt, sag ich mal so. So wie FTL seinen einzigartigen Grafikstil hatte, hat dieses Spiel auch einen einzigartigen Grafikstil. So dieses Scherenschnittartige. Sieht, erinnert an South Park, ist aber trotzdem irgendwie was völlig anderes. Ja, die Köpfe sehen teilweise sehr lustig aus und man möchte mal gleich irgendwas reininterpretieren in die Charaktere hier. Der alte Mann, der schon 20 Jahre im Gefängnis war zum Beispiel und sauber macht und glücklich ist mit sich und der Welt und herumphilosophiert. Warum seine ganzen Kollegen da alle in der Mitte des Raumes stehen und sich wundern und nichts machen. Aber jetzt müsste es ja klappen eigentlich. Sammelt ein, was das Zeug hält. Oh, da kommt die fiese große Putzkolonne. Ich hoffe, die haben jetzt inzwischen alles eingesammelt. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Hier liegt noch eine Uniform. Ah, die haben sie vielleicht nicht mitgekriegt. Ja, hier gibt es keine Arbeit mehr, Leute. Das ist ein bisschen schade. Denn eigentlich müsste jetzt was angeliefert werden, aber da wir nichts produziert haben. Das heißt, wir haben beim nächsten Mal nur noch 2000 übrig oder so. Und können uns das alles nicht mehr leisten. Da müssen wir wieder einen Tag warten. Da müssen wir wirklich gucken, dass auch die ganze Zeit Eisen angeliefert wird. Oder diese Bleche, dass die angeliefert werden. Ja. Das Schöne ist, die flüchten hier auch nicht. Auch wenn die Holding Cell offen ist, macht denen das gar nichts aus. So. So, da ist auf jeden Fall schon die Toilette drin. Und die anderen Room Requirements hier sind noch nicht erfüllt. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Betten. Das schlägt mit jeweils 200 zu Buche, also 3000 für die Betten allein. Und Klos brauchen wir auch 1500, also 4500 praktisch. Da man die Klos leider nicht gemeinschaftlich nutzen kann. Sonst zählt das nicht als Zelle. Wenn wir jetzt das Klo in die Mitte gemacht hätten oder so. Das wäre ja schön, wenn das funktionieren würde. Leider brauchen wir dann 4 Klos für 4 Zellen. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Im Idealfall wäre das natürlich auch nicht so. Ihr seht, so langsam weicht meine moralische Unverbrüchlichkeit blanker finanzieller Kalkulation. Und so muss das hier sein bei dem Spiel, sonst stinkt man irgendwann völlig ab. Ja, Zeit! Ja! Raus ins Yard! Was, schlafen wollen sie alle? Nee, jetzt wird doch erst noch gearbeitet. Und Kleidung gibt es anscheinend auch nicht. Oder, nee, schlafen wollen sie? Kleidung? Ja, erholt sind sie anscheinend alle. Bloß Kleidung haben sie alle. Irgendjemand hat hier keine Kleidung. Und das Zeug liegt immer noch alles rum. Leute, Leute, Leute. Also hier auf jeden Fall schon ein bisschen was verteilt. Kann natürlich auch sein, dass die Wäscherei so langsam an ihre Kapazitätsgrenze stößt. Oh, und da liegt auch noch einer an der Wand.
Das heißt, wir demolischen die Wand mal, damit dann in der zweiten Schicht praktisch auch dieses Kleidungsstück noch eingesammelt werden kann. Ach nee, ich glaube, hier brauchen wir nicht. Oder? Mal sehen. Ja, auf jeden Fall das Männchen. Jawoll, das sollt ihr machen. Sehr schön. So, jetzt haben wir sinnlos die Zellwände zerstört. Ich glaube, das wäre jetzt auch gar nicht nötig gewesen. Und da hinten, ich verstehe nicht, warum die da nicht hinkommen. Ich meine, überall, die ganze Zeit Action. Die fahren hier mit ihren Wagen auch super hin und her. Aber so die alten Sachen einsammeln oder so, das ist mal nicht drin, oder wie? Aber wahrscheinlich muss ich dann auch noch dafür sorgen, dass dann mehrere Wäschebaskets noch vorhanden sind. Aber da ist einer mit sauberer Wäsche. Den will aber anscheinend keiner nehmen. Hm, wahrscheinlich sehen die auch keine Veranlassung, da großartig Wäsche zu wechseln. Wer weiß. So, da kommt auf jeden Fall frische Wäsche. Gleich mal nochmal in den Deployment-Bogen geschaut. Ach, los, kommt. Ihr dürft auch alle noch rein. Da ist anscheinend wirklich nichts mehr zu tun. So, und... Oh, und hier, was? 12 Gefangene haben Beschwerden. Beschwert euch doch nicht. Ihr müsst nur noch ein kleines bisschen arbeiten. Kommt, das mit dem Schlaf wird überbewertet. Die beschweren sich, dass sie alle keinen Schlaf haben und Kleidung brauchen. Ach Leute, kommt, das ist doch Quatsch. Kann es sein, dass ich die Leute hier bediene die ganze Zeit? Und was macht er? Wo gehst du hin? Aha, du schmeißt Zeug weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aha. Mal gucken, dass die Zahlen sich hier nicht verändern. Nicht, dass sie hier wirklich einfach Sachen klauen. Der arbeitet angeblich da. Na, das halte ich ja für ein Gerücht. Hier mit den Töpfen. Tut nicht so. Ah, und die suchen sich automatisch einen guten Weg. Das heißt, sie laufen nicht quer über die Tische. Da bin ich sehr froh. Arbeitet, arbeitet, arbeitet. So. Aber bisher ist keiner weiter geflüchtet. Anscheinend liegt es wirklich hier an dieser Tür. Oh, und hier, da. Aber das ist ja noch alles in der, im grünen Bereich, sage ich mal. Da dürfen die ja auch sein. Ah, und einige werden hier natürlich auch daneben gedrückt, neben diesem Metalldetektor. Da wäre es eigentlich sehr sinnvoll, wenn man da vielleicht auch noch so eine kleine Wand hinmacht oder sowas. So, und jetzt hoffe ich mal... Ja, noch eine Stunde essen und dann dürft ihr alle ins Bett gehen. Habe ich kein Problem mit. Ich weiß auch gar nicht, warum die sich hier beschweren. Naja, liegt vielleicht auch daran, dass mein Gefängnis jetzt immer ein kleines bisschen voller wird. Von Zeit zu Zeit. So, da wurde auf jeden Fall die eine Uniform weggenommen. Das sehe ich. Ja, also ich schätze mal, es liegt daran auch, dass wir mehr Wäschekörbe brauchen. Und wir haben im Moment auch sau viele Betten, die gar nicht benutzt werden. Die werden natürlich auch mit Wäsche beliefert, aber für die Zukunft, wir brauchen Wäschekörbe. Von den Waschmaschinen habe ich noch nie mehr als eine in Betrieb gesehen. Also daran kann es zum Beispiel nicht liegen. So, 10 Uhr abends. Eine gefährliche Ruhe senkt sich wieder bei das Gefängnis. Und in der Freizeit, was machen sie? Na, jetzt, ja, ihr wollt alle schlafen, aber warum schlaft ihr denn da nicht? Hallo? Habe ich euch kaputt gespielt oder was? Ihr könnt doch in euren Zellen auch ins Bett gehen und da schlafen. Macht doch mal. Schlaft. Ach, Leute. So, um 10, alles wieder in Ordnung. Jetzt müssen nur noch 5 Leute sich aufregen. Hm. Immer die gleichen. Schläft denn überhaupt schon jemand? Ja, alle schreien sie nach Schlaf, aber insgesamt schlafen hier nur 2 Leute. 3, 4. Na, so langsam geht es ins Bettchen. Das merkt man dann doch. Der Tag hat auch müde gemacht. Zwar wurde heute auch nicht so viel gearbeitet. Wie man hier sieht. Was? Nur 3 Platten? Oh, Jakinator der Weise wird wütend. Unglaublich wütend. Na gut. So, und ich entscheide mich jetzt einfach mal dafür. Ich entscheide mich jetzt mal ganz doll dafür. Wir schmeißen diese Betten mal weg.
und bestücken erstmal praktisch die untere Reihe, damit das auch mal fertig wird. Hallo? Fehlt da irgendwas? Haben wir da einfach keinen Drain installiert? Nee, haben wir nicht. Wie dumm! So. Okay. Und alles ist schicki. License Plates bis zum geht nicht mehr verkauft. Na gut, nicht wirklich. Wir haben nicht wirklich viel verkauft diesmal. Gut, dafür können wir auf jeden Fall wieder die Wände wiederherstellen, sage ich mal. Irgendwo hatten wir noch was vergessen, glaube ich. War hier nicht irgendwo noch eine Lücke? Ach, hier, unten. Und sonst? Ja, also hier hat sich jetzt auch nichts getan, obwohl, wie gesagt, ich ja extra die Mauer weggemacht hatte. Das verstehe ich jetzt auch nicht in dem Sinne. So, da sind unsere Betten. Ja, 7 Betten haben wir. Und die 7 Betten werde ich jetzt schnell mal aufstellen noch. Und hier noch eins. Und hier noch eins. So, dann haben wir es erstmal. So, und jetzt natürlich noch Toiletten. Erst die Betten, dann die Toiletten. Ganz klar. Ja, warum kann denn da... Ah, da ist doch schon... Ach, da ist schon eine Toilette. So, dann das dahin und das dahin und das dahin. Wie rum die jetzt stehen oder so, das sieht man ja eh nicht. Ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, wir können schön viele Gefangene da reinquetschen. Sehr schön. So, Auftrag ausgeführt. Und wir haben noch... Wir haben noch ordentlich Knete. Und jetzt endlich. 1, 2, 3, 6 haben wir, 7, 8. Jetzt endlich spiele ich mit dem Gedanken. Das Ganze noch ein kleines bisschen zu erweitern. Und zwar erstmal bis hierhin. So, 560 kostet uns das. Und dann werde ich aber auf jeden Fall gleich nochmal eine Workshop Press, glaube ich, hinstellen. Ja, eine Workshop Press für den Yakinator. So, und dann hier die Foundations noch. Ja, da brauchen wir auch keinen Eingang. So ein Quatsch. Hallo? Hallo? Was blockt? Willst du mich verarschen oder was? Na gut, dann... Ach, scheiße. Jetzt ist das wieder eingetreten, wovor ich am meisten Angst hatte. Die Erweiterung unseres Dingsbumses wurde uns sozusagen weggenommen. Verwehrt. Wir haben jetzt wieder sinnlos Geld ausgegeben. Ach, und jetzt können wir uns noch nicht mehr so eine tolle Maschine kaufen. Ach doch, haben wir doch gerade. Mist. Nee, doch. Alles ist in Ordnung, glaube ich. Alles ist nochmal gut gelaufen. Hätten wir jetzt schon angefangen, das Fundament zu bauen, dann wäre es umsonst gewesen. So, und jetzt will ich gleich mal schauen. Wie machen wir das am besten? So, hier vielleicht? Ich glaube, ich mache das mal so irgendwie. So. 420 haben wir dann noch. Ja, genau so machen wir das. Und dann haben wir nämlich gleich den Vorteil, dass wir noch mehr Arbeiter anheuern können. Denn dadurch, dass unser Workshop jetzt ein kleines bisschen größer geworden ist, hat er auch wesentlich höhere Kapazitäten. So, und da braucht das Ding jetzt auch keinen Eingang, denn der Raum wird hier direkt angeschlossen. Das werdet ihr gleich sehen. Wenn meine Männchen herausströmen zum Arbeiten. So, eine Zelle ist hier schon fertig. Der Rest, darauf müssen wir noch ein kleines bisschen warten, denn hier sind die Toiletten noch nicht fertig. Und am nächsten Morgen bin ich dann mal sehr gespannt, wie das aussieht mit der Dusche. Und danach werde ich erstmal... Danach werde ich erstmal eine kleine Pause machen wieder. Ich werde einfach aufhören.
So wie sich das gehört. Ratter, ratter, klonk. Ratter, ratter, klonk. Und beim nächsten Mal machen wir das fertig. Und dann wird der Workshop noch weiter erweitert. Boah. Tolle Sachen, die da auf uns zukommen. Da muss ich dann, kann ich dann gleich mal den Tisch hier schon wieder deinstallieren. Ach, und apropos Tisch deinstallieren. Ehe jetzt irgendwelches Geld uns abgezogen wird. Packen wir hier noch ein paar Benches hin. Dass noch ein paar mehr Leute essen können. So, und jetzt warte ich aber. Denn, ach, Gott sei Dank, es wurde wieder Metall angeliefert. Das ist eine erfreuliche Nachricht. So, dann schaue ich noch mal kurz, ist denn alles mit dem Strom klar? Ja, sieht auch so aus. Und ist alles mit dem Strom klar? Sieht auch so aus, als ob alles klar ist damit. Ja, also wir brauchen da gar keine neuen Maschinen reinklatschen. Eine Maschine noch und dann hat jeder Arbeiter eine Maschine zum Arbeiten. Und da braucht man immer noch ein paar, um das Zeug hin und her zu schleppen. Und ja, wir bauen jetzt hier noch an, damit wir die Maximalgröße noch ein bisschen, damit alle Maschinen besetzt sind. Weil ich habe gemerkt, es sind nicht immer alle Maschinen besetzt. So, jetzt ist irgendwo was gebaut worden. Ich glaube, es war hier unten. Jawohl, ein Licht. Ein Licht, ein Licht, ein Licht. Das ist mir hier gleich aufgegangen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müsste das doch eigentlich funktionieren. So. Haha. Tätereteng. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wie viele Leute dürfen jetzt hier arbeiten? Na, einer mehr. So, wir haben die Größe verändert vom Workshop. Das heißt, wir müssen die Leute neu zuweisen. So, Küche und Laundry bleibt erstmal alles beim Alten. 12, 18, macht 30, 50, 56. Also es herrscht Vollbeschäftigung, Leute. Es herrscht Vollbeschäftigung. Und inzwischen sind auch die Holding Cells völlig leer. Dieses Klo braucht noch Wasser. Ich weiß gar nicht, haben wir da... Ach, da fehlt natürlich noch was. Jetzt. Und danach ist alles fertiggestellt. Jedenfalls unten. Oben fehlen, wie gesagt, noch die wichtigen Dinge. Ach, Dusche. Ja, und seht ihr das? Die Leute duschen wunderbar. Hoffentlich bleiben die da nicht stecken oder so. Nö, alles scheint seinen Gang zu gehen. So, jeder hat so ein kleines bisschen Zeit noch zum Duschen. Dusch, dusch, dusch. Man kann auch gespannt sein, wie das mit der Wäschelieferung hier klappt. Oh, und das Arbeitermännchen. Kommt da nicht durch? Kommt nicht zur Toilette? Hm. Ist eine Dusche für so viele Leute vielleicht doch ein kleines bisschen zu wenig oder zu viel? Wer weiß. So, jetzt verhaken sich da einige. Ach, die haben ja auch Freizeit. Da können die sich ruhig mal ein bisschen verhaken. Aber was ist hier mit meinem Workman los? So, jetzt aber. Jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist alles toll angeschlossen. Alle gehen nochmal schlafen, so ein kleines bisschen. Und der Polizist dreht seine Runden. Unverdrossen. Wunderbar. So, jetzt wird gleich mal Billard... Wollten die den nicht eigentlich dismanteln? Hatte ich den nicht... Den hatte ich doch zum Dismanteln freigegeben. Ich weiß gar nicht, warum das noch nicht gemacht wurde. Manchmal geraten so eine Aufträge dann auch irgendwie einfach außer Reichweite der KI. Und die erinnert sich auf einmal nicht mehr dran. Gut, Leute, ich glaube, ich muss langsam Schluss machen. Meine Festplatte läuft voll. Wie gesagt, hier der neue Zellenblock. Wunderbar. Könnt ihr euch auch vielleicht mal abgucken. Und dieser Zellenblock. Ach ja, ich liebe mein Gefängnis. Immer noch. Und es sieht alles noch ein kleines bisschen optimierter aus. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen bei der Stange halten. Beim nächsten Mal geht's weiter. Da vollenden wir dies. Und denken vielleicht auch daran, hier noch ein bisschen zu erweitern. Ne? Ihr wisst ja, wir brauchen ja ein schönes, großes Gefängnis mit ganz vielen Duschen und so weiter und so fort. Und alles wird schön und alles wird gut hier im Yakinator Prison. Also, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Prison Architect mit mir, dem Yakinator. Und schaut mal vorbei auf Yakinators LP-Oase. Tschüss!